Hallo und herzlich willkommen hier zu meinen German Reviews. Heute mal wieder mit einem neuen Video, heute mal wieder mit Dark Souls. Wir möchten gucken, was hinter dem Nebel ist. Und es ist nichts hinter dem Nebel. Doch, ist wohl. Heck. Hier ist etwas hinter dem Nebel. Zwei scheiß Bogenschützen. So, easy. Das war's? Mehr nicht? Das sieht cool aus. Nee, mehr nicht. Und einfach mal hier runter. Einfach mal hier runter stapfen. Zack, zack, zack. So. Jetzt ist da noch Nebel. In einem kleinen... Ah! Okay. Why not? Was? Was ist das denn jetzt? Nee, das kann's nicht sein. Nee, das ist doch scheiße. Ja, okay. Bossfight, easy. Dark Souls ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Dark Souls ist eigentlich ein voll leichtes Spiel. Wenn die Bosse Selbstmord machen. Ja. Wow. Da, irgendwie ist das nicht so befriedigend, sag ich mal. Ja. Ich kann da gar nicht groß so was zu sagen, weil... Ich soll jetzt gestorben, ne? Was ist der denn da? Sieht aus wie ein Boss-Dings schon wieder, aber... Ich möchte jetzt eigentlich erstmal im Hoch... Und gucken, ob da war eine Tür, ne? Ja, ob da ein Bonfire irgendwo ist. Hier komme ich gerade her, ich Idiot. Nein, natürlich ist hier keine Tür. Wo soll hier eine Tür sein? Geh ich mal hier lang. Hallo, my friend. Hast du gerade den Boss da gesehen, der da runtergefallen ist? Ich habe ihn getötet. Ah, hallo. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. You find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Cool Rüstung. Oh, aha. So I didn't scare you. Nee. I have a proposition, if you have a moment. Easy, klar. The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? Ja, sicher. This pleases me greatly. Well then, take this. We are amidst strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted, with heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers, and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this. But I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. Immer dieses Lachen danach. Oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun.
The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. Wirst bestimmt. Oh, hello there. Okay, jetzt erscheint noch das gleiche. Können wir im Praise the Sun machen? Nee. Aber wir können vorwärts deuten. Okay. Tschüss, mein lieber Freund. Wir werden jetzt auf die Brücke gehen. Und vielleicht noch einen Boss darunter schubsen. Komm hier hin. So war es nicht gemeint. Wir haben 4000 Seelen. Ich denke, dass der Boss uns töten wird. Oder ob das ein Boss ist? Bonfeuer, bitte. Ich wäre sehr verbunden. Hell yeah. Ja, ein Bonfire. Das kann gar nicht. Und erstmal aufsteigen jetzt. Und ich werde erstmal keinen Essensflocker trinken. Aufsteigen. Alter. Mega weit aufsteigen. Kondition möchte ich aufsteigen. Und Vitalität. War ich schon auf 60? So, zack. 16, nee, 60. So. Müssen wir auch besser zuschlagen können. So, gehen wir wieder hoch. Und gehen zum Dragon. Dragon of Dragonia. Und guck mal, was er für uns bereithält. Außer diese riesen Stichflamme. Warte, gehen wir erstmal hier hin. Ja, sicher. Warum nicht? Warum willst du uns da nicht runterschubsen, ne? Ich will es auch nur verstehen, wenn du uns nicht magst. Ich versuche mal einen Angriff zu blocken. Ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Das war kein Blocken. Das war auch kein Blocken. Ja, scheiße, ich wollte ihn blocken, dann haben wir entschieden, ne, komm vielleicht mal drauf und dann ist irgendwas rausgeworden. Hier war eine Ratte drin, hier waren zwei Ratten drin. Drei Ratten. Die uns vergiften. Okay. Scheinbare Wand. Maybe. Ich weiß gar nicht, wie man die ausweicht. Ich glaube mit A. Bin mir aber nicht sicher. Nee. Ach, jetzt sind wir hinterm Boss, oder wie? Oder hinter diesem Drachen. Können wir den töten? Von hinten so einfach ins Herz. Was ist das für einer? Ja, ihr seid gestorben. Was ist das für einer? Ah, Katana. Hieb und Stoß. Okay, wisst ihr was? Ich bin keine Memme. Ich geh jetzt den Drachen facen. Ich face jetzt den Drachen. Ja, die Seelen sind Latte. Das sind jetzt 600 Seelen gewesen. Ich glaube, damit kann ich einmal aufleveln. Vielleicht. Müssen wir jetzt Latte bekommen. Nehmen wir hoch und gehen zum Drachen. Das trifft uns trotzdem noch. Wir haben 500 Seelen. Cool. Goldharz. Hä.
Okay, wir müssen da nur hochgehen und dann können wir direkt wieder runtergehen. Weil er muss nur einmal, man muss nur hören, dass er so Luft holt, um Feuer zu machen. Oder so. Und das müssen wir nur hören. Dann kann er direkt schon wieder. Ach, cool. So 500 Seelen. Ja, noch keine Luft geholt. Er ist tot. Genau darauf habe ich gewartet. Okay. Nein! Okay, wir können hier eigentlich ganz schnell rüber rushen. Ja. Doch können wir wohl, aber dafür muss ich echt viele S-Fuckers auf unserem Bonfire. Ach ja. Dark Souls. Was machst du nur? Ich versuche darüber zu rennen. Schnell wie möglich. Und so wenig S-Fuckers zu benutzen, wie es geht. Dann will ich da oben diesen. Was, ein schwarzer Ritter? Keine Ahnung. Nenne ich den mal. Hallo. Tschüss. Alter, bin ich eigentlich dumm? Nee. Ich komme nicht rüber. Du musst einen anderen Weg gehen. Ich geh mal unten durch die Kanalisation da und versuch diesen schwarzen Ritter da zu töten. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Der war aber stark, der schwarze Ritter, ne? War richtig stark. Da oben ist er, der scheiß Drache. Hi! Und wende diesen niemals zurück. Hallo, kommst du? Yo, Bro. Yo, Bro. Tschüss. Alles klar. Wir können auch mit den kleinen Ratten handeln. Mach mal einfach runter. So, die habe ich jetzt auch irgendwo runtergeschmissen. So, eine Ratte war hier noch drin. Und zwar um die Ecke. Alter. So, hier konnten wir hoch. In meinem Flakon. Der Flakon. So. Hier wird mal die Wendeltreppe. Bezirk der Untoten. Okay, was haben wir hier? Können wir jetzt wahrscheinlich nicht rein, ne? Nein. Da hätten wir auch das Bonfire. Das BBB Bonfire. Hi.
Das geht so. Okay, ich hatte gerade Angst, hat irgendwas gebrannt. Na komm, mach jetzt was. Boah, ich hasse die Gegner, ne? Nee, Mann. Wie stark bist du? Sehr stark. Gott. Ha. Ha. Es wird sehr schwer. Ach du Scheiße. Also dem Ding darf ich nirgendwo hinschlagen, weil das einfach zu überall gepanzert ist. Und, ja. Juhu. Sehr viel Freude. Kommt da auf. Lass mich in Ruhe. Nochmal runterkicken. Tschüss. So, dann trigger ich die mal eben. Fällt der nochmal runter? Das wäre der Shit. Nein. Natürlich nicht. Doch, fällt er wohl. Finde ich gut. So, zack. Noch mein Stückchen nehmen. Da ist hier noch eine Ratte. Weg vom Ratte. So. Boah, wie kann ich denn das Schwein erledigen? Das ist der Shit. I don't know. Das Keksschwein kommt nicht hier hin. Das ist jetzt erstmal meine erste Priorität. Nein. Yes. Yes, mate. So. Autsch. Ja, komm, gut. Erstmal ein Schluckchen nehmen. Weg hier. Okay, hier kann ich hoch. Gut, 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 gut. So wie. Ich finde es gut, dass sie so langsam fliegen. Nein. Greif mal an. Du. Au. Ja, man kann ihn sehr easy ausweichen. Auch wenn ich es nicht schaffe.
Das war ein Kipp. So. Hier, da haben wir das Schwein. Köderschädel. Ah. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich denke, ich muss das Schwein da hinten hinködern, damit das die Dings zerbricht. Aber wie? Warte, Moment mal eben. Wow. Mal gucken. What the fuck? Jetzt! Lauf dagegen! Ich hab noch Dritz ein. Du Dreckschweine. Ich hasse es. Du Idiot. Okay, man kann backstabben. Schnell trinken. Okay, ich habe keinen Essflocker mehr. Muss ich ganz schnell einen Bonfire finden. Ganz, ganz schnell. Ach, ja. Was machst du hier? Du rastest aus. Schlüssel. Meine Güte. Geht durch. Aber wie mir dann gezeigt, wie viel Level ich aufsteigen kann bisher. Das wäre auch cool. So. Hier auch hoch. Ich wäre sehr verbunden, wenn hier jetzt echt ein Bonfire wäre. Aufgeschissen. Und ja, ich habe das eine Item da liegen lassen, weil ich gerade nichts riskieren möchte. Ja, ich möchte nichts riskieren. Komm schon, bitte, hier muss doch irgendwo eins sein. Irgendwie war wo. Ja, auf jeden Fall. Okay, du bist gar nicht so schwer, wie ich dachte. War, glaube ich, auch nicht leicht. Hier drin möchte ich nicht kämpfen, mein Lieber. Können wir rausgehen? Warte. Mach's mal einfach so. Ein bisschen Leben hat er noch. Jetzt will ich den ausmerzen. So. Irgendwo ein Bonfeuer. Sieht nicht so aus.
Vielleicht da drin. Einen von euch triggern, das ist immer gut. So. Erstmal in die Safe Zone. Safe Zone. Sagt aber Dark Souls. Habe ich die eigentlich noch mit? Nein, habe ich nicht. Dann möchte ich den noch pullen. Kommieren. Wenn das so einfach wäre wie mit den Bossen hier. Ne? So. Bitte. Oh nö. Oh nö. Ja, auf jeden Fall. So, mal gucken. Vielleicht kriege ich den hin. Wenn nicht, dann sterbe ich halt. Ist mir egal. Du. Wo drückt der Schuh? Au. Da drückt der Schuh. Weißt du was? Ich renne panisch weg. Vielleicht ist hier irgendwo ein Bonfire. Anläufer rasten. Yes, mate. So, Vitalität, ganz sicher. Oder Stärke. Warte, ich mach mal Stärke, damit ich mehr Schaden austeilen kann. Annehmen. Man hört hier einen Schmied. Ein Schmied. Alter, ich hab voll lange auf. Fuck. Ja, ich werde die Folge jetzt beenden. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben und so weiter und so fort. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.